Green Aviation Student Challenge in 2021. Hamburg Aviation with a ceremony on 28th October 2021. The winner, Dan Hurtekant, HAW Hamburg. Master thesis, launch of an eco-label for passenger aircraft. Students contributing to the topic: Tim Haas in 2015, Lynn Van Endert in 2017, Sophie Soko and Tobias Baer in 2018, and Alejandro Ridao Valesco in 2020. Supervisor, Professor Dr. Dieter Schulz from Hamburg University of Applied Sciences. The eco-label is given for a specific aircraft with an engine operated by an airline with a certain seating configuration. The overall rating is given between 0 and 10, 10 is best, and visualized between A and G, A in green is best and G in red is worst. The rating consists of four topics. It's the fuel performance or fuel consumption, it's global warming with equivalent CO2 emissions, it's local noise level and local air pollution. In addition, the fuel performance or fuel consumption is given related to the various seat categories in the airplane. A first class seat taking more space is allocated more of the fuel consumption. Der Sieger dotiert mit einem Preis von 800 Euro. Oh, liegt ganz unten hier. Wir halten ihn hoch. Der Sieger ist heute gar nicht da. Aber wird uns gleich zugeschaltet. Dan Hurtekant hat eine herausragende Arbeit geschrieben zu dem Thema Nachhaltigkeit. Der Begründungstext der Jury für den Sieg heute lautet: Dan Hurtekant überzeugt mit seiner Masterarbeit und der Idee eines Eco-Labels für Passagierflugzeuge. Dieses ermöglicht dem Fluggast Umweltauswirkungen verschiedener Flugreisen auf der Grundlage der Kombination von Flugzeugtyp, Triebwerkstyp und Sitzkonfiguration zu vergleichen und eine Buchungsentscheidung zu treffen. Dabei berücksichtigt die Eco-Kennzeichnung Faktoren wie den Treibstoffverbrauch, CO2-Emissionen und die lokale Luftqualität, die Lautstärke des Flugzeugs und sei damit noch genauer als bereits existierendes Gütesiegel ansetze. Ganze Airline-Flotten und die bestmögliche Route auf Basis dieser Nachhaltigkeitsaspekte miteinander vergleichen zu können, mache Fliegen für den bewussten Passagier auch weiterhin zukunftsfähig. Herzlichen Glückwunsch, Dan. Hi, mein Name ist Dan Hurtekant und ich habe vor kurzem mein Studium als Luftfahrtingenieur an der KU Leuven in Brügge abgeschlossen. In Kooperation mit der Hamburger Hochschule für angewandte Wissenschaften habe ich ein Eco-Label für die Passagierluftfahrt entwickelt. Unser Eco-Label funktioniert ähnlich wie das Energielabel der Europäischen Union, wie Sie es beispielsweise auf einem neuen Kühlschrank oder einer Waschmaschine finden. Das Label definiert sich aus vier Kategorien, die den Umwelteinfluss von Flügen beschreiben. Daraus ergibt sich ein Score von 1 bis 10, der zeigt, welchen Umwelteinfluss der Flug hat. Die 10 ist dabei der beste Wert, den man erreichen kann. Mit dem Eco-Label will ich Reisenden helfen, nachhaltigere Entscheidungen zu treffen, wenn sie eine Flugreise antreten. Außerdem will ich Airlines und Hersteller dazu ermutigen, mit ihren Produkten ein ausgezeichnetes Rating zu erhalten. Ah, now we see you and I think we can hear you. So Dan, this award is for you. Congratulations for the amazing work, and I think the label is a fantastic idea. So now the stage is yours. Okay, thank you very much for this award. First of all, a very good evening from Belgium. I am very grateful for the recognition you gave me here this evening.
with the Green Aviation Prize, but also with the third place in the master category. I'll keep it short. I first of all want to thank Professor Schulz for supporting me during my semester in Hamburg. I'm happy that we could work together on this topic. It's a very important topic, so I hope it, that the German public also sees the importance of this work. And then I also, of course, want to thank the jury for awarding my thesis. And finally, of course, my parents, my friends and family. I want to thank them for being there when I needed them, despite the distance when I was in Hamburg and they were in Belgium. So to all of them and to all of you there in Hamburg, thank you very much and have a great evening. So, thanks, Dan. We send you the check via post, old school wise.